Hallo, liebe Leute, ich habe euch vor nicht allzu langer Zeit von meiner Leseflaute berichtet, die ich glaube ich auch immer noch nicht ganz durchgestanden habe. Aber ich danke euch für die aufmunternden Kommentare und die freundlichen Worte. Immer mal wieder habe ich in den Kommentaren auch gelesen, wenn man halt auf ein Genre festgelegt ist, wird es irgendwann schwieriger. Und das stimmt natürlich auch. Ich habe eine Weile überlegt, vielleicht sollte ich wirklich mal ein anderes Genre ausprobieren, aber es ist nun mal in der Tat so, dass mir die Fantastik mit all ihren Schattierungen und Abstufungen und Untergenre am besten gefällt. Es ist halt nun mal so, von Krimis und Thrillern halte ich einfach gar nichts. Ich habe das alles in meiner Jugend schon so häufig gelesen und irgendwie hatte ich den Eindruck, es fängt sich alles an zu wiederholen. Der hunderttausendfachste Ermittler mit soziophoben Tendenzen, mit kaputten, zerrütteten Familien, der an der Flasche hängt und der einsame Wolf ist, ich kann es einfach nicht mehr lesen. Deshalb ist das für mich auch keine Option. Und diese immer gleichen komischen Massenmörder, die Frauen in ihren Kellern gefangen halten, das berührt mich einfach gar nicht. Ich habe es schon so häufig gelesen und ich finde es einfach nicht interessant. Historische Romane, das kam auch von einigen. Ich glaube, die historischen Romane habe ich mir selber irgendwie kaputt gemacht, indem ich die Säulen der Erde und Isabel Allendes Das Geisterhaus gelesen habe. Ich fand beides grauenhaft. Ich glaube, das Einzige, was wirklich an historischen Romanen den Weg zu mir gefunden hat und mir gefallen hat, war Der Medikus. Vielleicht versuche ich sowas nochmal, aber ich habe in diesem Video über die Leseflaute schon gesagt, dass vieles von dem, was heutzutage geschrieben wird, auch an Gegenwartsliteratur immer so anklagen und so negativ und so fürchterlich moralinsauer ist. Also ich muss noch mal gucken, ob das wirklich was für mich ist. Ich habe es stattdessen mal mit Sachbüchern versucht. Das ist nun überhaupt keine Unterhaltungsliteratur, aber es hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und ich werde euch beide vorstellen. Heute beginne ich mit einem, dem aktuelleren, und das heißt, Warum Deutschland es besser macht und ist von John Kämpfer. Einem Briten, der einen Blick auf Deutschland aus britischer, nämlich seiner persönlichen Perspektive wirft und schon im Vorwort sagt, dass sein Verhältnis zu Deutschland immer etwas gespalten war. Wie der Nachname sagt, Kämpfer, sind seine Vorfahren ausgewandert nach England und er hat dementsprechend deutsche Wurzeln. Und wie viele Briten in seiner Generation, er ist jetzt glaube ich Mitte 60, spielt der Zweite Weltkrieg und all seine Fürchterlichkeiten auch bei ihm in der Geschichte eine Rolle. Deshalb ist sein Blick auf Deutschland immer so ein bisschen davon getrübt gewesen, sagt er. Er versucht das aber tatsächlich hinter sich zu lassen und schreibt in diesem Buch, ich lese jetzt hier nicht den Klappentext vor, warum Deutschland es besser macht. So, man muss dazu sagen, es ist kein pures Loblied auf Deutschland, das wäre mir jetzt auch zu langweilig gewesen. Wobei es auch mal wieder eine schöne Alternative wäre zu dem ganzen Kleingerede von Deutschland, was vor allen Dingen von Deutschen selbst kommt. Deshalb fand ich es unheimlich spannend und interessant und habe mich wirklich darauf gefreut, wie ein Brite ohne die ganze deutsche Mentalität im Hintergrund eigentlich einen Blick auf Deutschland wirft. Und das war wirklich spannend. Es ist kein historisches Wälzer-Machtwerk, mit dem man jemanden erschlagen könnte, aber es ist vieles mit drin, was für uns, die in der heutigen Zeit leben, interessant ist. Also es geht gar nicht so sehr um den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Tatsächlich geht es eben auf den jetzigen Blick. John Kämpfer entpuppt sich tatsächlich als, ich würde fast sagen, ja, Bewunderer von Angela Merkel. Er schreibt ihr zwar auch die ganzen deutschen Tugenden zu, die im Ausland häufig kritisch betrachtet werden und im Inland genauso. Diese Humorlosigkeit, dieses Steife, dieses Strikte, dieses Arbeitsame und immer schön redlich sein und immer schön sich tummeln. Das findet er auf der einen Seite zwar für unglaublich deutsch und auch irgendwie ein bisschen schrecklich, aber er bewundert es auch und er schreibt in diesem Buch, vielleicht ist das auch der Grund, warum Deutschland aus so vielen Krisen besser hervorgegangen ist. Und tatsächlich geht es in diesem Buch viel um Krisen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Auch die Corona-Krise behandelt er mit da drin, wobei man natürlich aufpassen muss, das Buch ist, wann ist das geschrieben worden, in welchem Monat, muss ich nachgucken. Sowas behalte ich nie im Kopf. Im Mai. 2021 natürlich, also es ist vom Mai, das heißt, da ist Corona aus heutiger Sicht ungefähr zur Hälfte oder was weiß ich, oder ein Jahr. Ja, ich glaube, etwas über ein Jahr ist Corona dann wirklich angekommen. Und das, was er über Corona schreibt, ist natürlich ein Blick auf dieses erste Jahr, also bis zum Mai 2021, wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Trotzdem ist es interessant und irgendwie ist es auch beim Lesen,
hatte ich das Gefühl, das ist schon so ein bisschen so ein Zeitdokument, also was auch Corona angeht, was uns ja doch irgendwie alle beschäftigt, glaube ich. Also mich zumindest, mich beschäftigt es. Es geht aber auch um die Finanzkrise, um Wirtschaftskrisen, um die Art und Weise, wie Deutschland mit dem eigenen Selbstverständnis umgeht und wie sehr Deutschland an sich selbst arbeitet. Und das fand ich schon sehr interessant. Ich habe das immer mal wieder auch in Dokus im Fernsehen gesehen, dass Ausländer gesagt haben, macht euch doch selber nicht immer so fertig. Betrachtet euch doch mal positiver. Und auch das schreibt John Kämpfer hier und auf eine sehr schöne, eindrückliche Art und Weise. Es blitzt immer so ein bisschen britischer Humor dadurch. Und tatsächlich ist ein großer Kritikpunkt an den Deutschen diese fürchterliche Humorlosigkeit und diese Langeweile. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, er hat recht. Also es ist ein wirklich lesenswertes Buch. Es steht jetzt hier hinten auch noch drin, während anderswo autoritäre Politiker und Populisten regieren, sei Deutschland ein Bollwerk aus Anstand und Stabilität. Den Grund dafür sieht Kämpfer vor allem in der soliden Politik Angela Merkels und in der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Darin liegt für ihn der Schlüssel zu einer sensiblen Demokratie. Ich finde, es ist ein wirklich lesenswertes Buch. Es geht natürlich auch um den Brexit und Kämpfer geizt jetzt auch nicht mit Kritik am eigenen Land und der eigenen Regierung, aber es geht vor allen Dingen um Deutschland. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich finde es unheimlich interessant, wie andere Menschen, die nicht hier aufgewachsen sind und auch nicht hier leben, wie die Deutschland betrachten. Es ist häufig, habe ich gemerkt, positiver, als wir glauben, dass es ist. Ja, eine relativ kurze Rezension. Ich finde, man sollte es einfach selber lesen. Es geht jetzt ja nicht um Handlung und Geschichte, sondern es geht darum, wie man sich als Deutscher selbst empfindet, aber wie andere einen sehen. Und ich finde, John Kämpfer hat einen guten Blick auf Deutschland. Auch durchaus, das habe ich beim Lesen immer wieder gemerkt, weiß er, wovon er spricht. Er war häufig hier, er hat als Korrespondent hier gearbeitet, auch hier in Bonn. Interessanterweise, aber das ist jetzt nur für mich interessant, hat er 200 Meter von uns entfernt gearbeitet und sein Büro gehabt. Das ist schon irgendwie lustig. Also er weiß, wovon er spricht. Er hat das Land bereist, er hat es auch gesehen und nicht nur Bonn und nicht nur Berlin, sondern er hat viel davon gesehen. Und ich finde, das merkt man und ich finde, seine Sichtweisen, sein Blick auf Deutschland, seine Erfahrungen sind echt solide und nachvollziehbar und wirkt nicht wie irgend so ein, naja, ich war mal kurz da, dann sage ich mal, wie ich es da fand, sondern er hat einen inneren Blick. Er hat hier lange genug gelebt und kennt sich gut genug aus, um zu wissen, wie Deutschland tickt. Das ist nie allgemeingültig und nie allgemeingültig wahr. Aber ich finde, was er schreibt, selten wirklich falsch. Eigentlich nie wirklich falsch. Und das macht das Buch glaubwürdig und tatsächlich eine Bereicherung. Warum Deutschland es besser macht von John Kämpfer, ein Sachbuch. Ja, bin mal gespannt, ob ich das weitermache. Es ist natürlich kein Ersatz zu einer schönen, wohlig, gruseligen Geschichte, aber es ist trotzdem was, was einen bereichert. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.